Das war der schwierigste Teil mit der Maske und dem Mikrofon. Allerdings. Alles gut? Mikro hat überlebt. Herr Bundespräsident, Frau Bühnenbender, Herr Ministerpräsident, Frau Wüst, Exzellenz, Minister, Abgeordnete der Parlamente, wir begrüßen Sie sehr herzlich und fühlen uns sehr geehrt, dass Sie unserer heutigen Einladung gefolgt sind. Herr Bundespräsident, Herr Ministerpräsident, Exzellenz, sehr geehrte Damen, für den Folkwang Museumsverein begrüße ich Sie meinerseits sehr herzlich. Wir freuen uns über die Anwesenheit auch vieler Persönlichkeiten aus Rat und Stadt sowie der Mitglieder des Folkwang Museumsvereins und überregionale Gäste. Verehrte Gäste hier im Saal und an den Bildschirmen, herzlich willkommen zum 100-jährigen Jubiläum unseres Museums Folkwang. Viele fragen sich vielleicht schon jetzt, warum stehen Herr Dr. Blank und ich gemeinsam hier, um Sie zu begrüßen? Und die Lösung ist doch so einfach. Zwischen der Stadt Essen als Träger des Museums und dem Museumsverein als Miteigentümer der Sammlung Folkwang besteht seit 1922 eine sehr enge, vertrauensvolle Partnerschaft. Und deshalb sprechen wir gemeinsam als Vorsitzende des Kuratoriums des Museums Folkwang. Die Konstruktion privater Mitverantwortung hat nicht der Namensgeber erfunden, sondern die Stifter von 1922. Sie haben eine nachhaltige Stärkung von Eigenständigkeit und Exzellenz des Museums gewollt und erreicht. Das Paradigma ist grundlegend für den Erfolg von Folkwang und uns daher unverändert heilig. So ist Folkwang zu einem Qualitätsbegriff geworden, wie er etwa auch die Folkwang-Universität der Künste kennzeichnet. Für deren Mitwirkung am heutigen Abend möchten wir stellvertretend Herrn Professor Andreas Jakob, Rektor der Folkwang-Universität der Künste, sehr herzlich danken. Meine Damen und Herren, sicherlich Menschen machen Städte, machen Metropolen einzigartig.
in Mentalität und auch was das immer Zusammenhalt angeht, keine Frage. Bürgerinnen und Bürger, ja, und auch ich als erster Bürger dieser Stadt wünscht sich natürlich für die jeweilige Heimatstadt ein Alleinstellungsmerkmal, etwas, woran man sich orientieren kann, identifizieren kann, etwas, was eine Stadt besonders macht, was eine Stadt besonders attraktiv macht. Und für eine Gesamtvorstellung einer Stadt braucht man eben etwas Herausragendes, eine erstaunliche Idee, ein außergewöhnliches Bauwerk, eine bemerkenswerte Veranstaltung. Unser Museum Folkwang bietet das alles mit Leichtigkeit. Es ist in vielerlei Hinsicht einer unserer ganz großen Aushängeschilder, ein Erkennungsmerkmal für unsere Stadt und für die Region. Die Idee. 26-jährig schrieb Karl-Ernst Osthaus im April des Jahres 1900 an Henry van der Velde wie folgt: Ich bin mit der Gründung eines Museums beschäftigt, das den Zweck haben soll, unseren kunstverlassenen Industriebezirk an der Ruhr für das moderne Kunstschaffen zu gewinnen. Als freier Besitzer meiner Anstalt bin ich in der glücklichen Lage, mit keinen Vorurteilen rechnen zu müssen. Und so weiter und so weiter. Meine Damen und Herren, kann man das Ziel einer persönlichen Mission, eines grandiosen Aufbruchs, bündiger, präziser und ehrgeiziger beschreiben, als Osthaus es getan hat? Think big, hieß das viel später. Es scheint, er mahnt uns bis heute. Auf jeden Fall entwickelte sich die erste große öffentlich-private Partnerschaft unter der Führung des damaligen Oberbürgermeisters Dr. Hans Luther und des Direktors des Essener Kunstmuseums Dr. Ernst Gosebruch prächtig. Die Anfänge waren darüber hinaus verbunden mit Albert Janus, Salomon Heinemann, Ernst Henke, Landrat Schöne, den Familien Hirschland und Goldschmidt, den Namen großer Unternehmen und vielen mehr. Als Wegbereiter des Museums Folkwang haben Sie die osthausische Philosophie mutig aufgegriffen und vielfach erhebliche materielle Leistungen hierfür erbracht. Damals, in nicht weniger als 12 Monaten, wurde eine enorme Summe von 15 Millionen Mark für den Erwerb der Sammlung und die notwendigen Immobilien zur Verfügung gestellt. Vielleicht inspiriere ich ja heute Abend irgendjemanden. Hieran knüpfen in der Nachkriegszeit großzügige Stifter mit bedeutsamen Schenkungen und Nachlässen an. Zu danken ist auch bedeutenden Sponsoren. 2 große Ausstellungen im Jubiläumsjahr. Renoir, Monet, Gauguin. Bilder einer fließenden Welt. Dankenswerterweise unter der Schirmherrschaft unseres Bundespräsidenten. Und Expressionisten am Folkwang entdeckt, verfemt, gefeiert. Beide Ausstellungen werden ermöglicht von der RAG-Stiftung, RWE, Ivonic und der E.ON, mit der uns ja eine wunderbare Ausstellungsgeschichte verbindet. Ein großartiges Engagement dieser Unternehmen. Genau das ist ja, was es uns so leicht macht, so stolz auf unsere Heimatstadt zu sein, mit Hilfe von Unternehmerpersönlichkeiten, mit Unternehmen, die Verantwortung für unsere Gesellschaft tragen, können wir als Träger und Unterstützer des Museums Folkwang wirken. In den vergangenen 100 Jahren erfolgreicher Ausstellungsgeschichte haben wir großzügige Gönnerinnen und Gönner erlebt. Förderer und Förderinnen, Stifterinnen und Stifter. Es ist eine Sammlung von Weltrang. Herausragende Persönlichkeiten unserer Stadt haben ihren Beitrag dazu geleistet. Und stellvertretend möchte ich Berthold Beitz nennen. Unter seinem Vorsitz hat die Alfred Krupp von Bohlen und Halber Stiftung großzügig immer wieder unser Museum unterstützt. Und auch der Neubau des Museums Folkwang, der Chipperfield-Bau, wäre ohne ihn nicht möglich gewesen. Und dies markiert sicherlich auch einen Höhepunkt in der 100-jährigen Geschichte des Museums, zumindest in Bezug auf die Mittelzuwendung. Auch hier ein herzliches Wort des Dankes an die Krupp-Stiftung. Seit 100 Jahren geschieht alles rund um die Kunstsammlung Folkwang in einvernehmlicher Mitwirkung und Förderung des 1922 gegründeten Folkwang Museumsvereins.
Herr Blank als Vorsitzender. Damit feiert ja auch Ihr Verein ein Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Vielen Dank. Ein Anlass, lieber Herr Kufen, für einen Blick, nicht zurück, nach vorne. Wo notwendig, wird der Volkmann Museumsverein unverändert Garant eines eigenständigen, in mancherlei Hinsicht unabhängigen Museum Volkwang sein. Wir wollen Exzellenz wahren, helfen, Rat anbieten und nach Kräften zu Ankäufen beitragen. Die Marke, die Sammlung, das wunderbare Gebäudeensemble, sie bieten für kommende lange Jahre großartige Chancen. Entscheidend jedoch die Entschlossenheit der Stadt Essen zur ehrgeizigen Fortführung des Projekts Volkwang. Unsere Vertragspartner von 1922 standen mit Unterbrechung während des Nationalsozialismus für eine treue Erfüllung vertraglicher Pflichten, nach unserer Meinung in mustergültiger Weise. Daher heute unser großer Dank an Stadt, Rat und Sie, lieber Oberbürgermeister. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung der ausgezeichneten Zusammenarbeit im Kuratorium, übrigens auch mit der Familie Osthaus, deren Vertreter wir hier ebenfalls begrüßen. Ich danke Ihnen, lieber Herr Blank, und den Vertreterinnen und Vertretern des Museumsvereins für das Engagement, für das Expertentum, das die Mitglieder des Volkwang Museumsvereins immer wieder einbringen und damit die Grundlage und auch die Zukunft für unser Museum bilden. Klug, solide, mutig, auch mal richtig experimentierfreudig, aber immer zuverlässig, weitsichtig kümmert sich der Museumsverein um die Kunstsammlung Volkwang seit 100 Jahren ganz großartig. Die Volkwang-Idee soll auch künftig weiter in Essen wachsen. Volkwang ist eine Erfolgsgeschichte, die wahrscheinlich auch nur hier in dieser Region möglich war. Und deshalb wird dieses Jubiläumsjahr sicherlich auch einen Schub für den Gedanken von Volkwang geben. Das Jahr 2022 ist eine besondere Gelegenheit, uns auch zu erinnern und zu danken, was unser Museum für uns bedeutet und auch den Bürger stolz deutlich zu machen. Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, freuen Sie sich mit uns über das 100-jährige Jubiläum des Museums Volkwang, des schönsten Museums der Welt. Herzlichen Dank und Glück auf!
Exzellenz, verehrter Herr Botschafter, Herr Ministerpräsident, Herr Oberbürgermeister, Herr Blank, Herr Gorschlüter, verehrte Gäste hier im Saal und natürlich auch Sie im Livestream. München leuchtete. Mit diesem berühmten, äußerst kurzen Satz beginnt Thomas Mann im Jahre 1902 eine Erzählung. Und es ist nicht nur der Himmel von blauer Seide und der Sonnendunst eines ersten schönen Junitages, der die Stadt strahlen lässt. Die Kunst blüht. Die Kunst ist an der Herrschaft. Die Kunst streckt ihr rosenumwundenes Zepter über die Stadt hin und lächelt. Kultus der Linie, des Schmuckes, der Form, der Sinne, der Schönheit. München leuchtete. Thomas Mann 1902. Im selben Jahr, 1902, eröffnete in Hagen das erste Museum Folkwang, bevor die Sammlung dann 1922 hierher nach Essen kam. Weder 1902 noch 1922 hätte man wohl sagen können, Essen leuchtet. Nein, Essen qualmte, glühte, sprühte Funken. Diese 1000 Feuer in den Hütten, den Hochöfen, den Dampfloks produzierten vor allem Dampf und Rauch. Der Dunst war selten der eines ersten schönen Junitages. Und unter dem Ruß aus 1000 Kaminen und Schornsteinen war ein Himmel von blauer Seide auch nur selten sichtbar. Nein, Essen leuchtete nicht und nicht das Ruhrgebiet insgesamt. Hierher kam 1922 nun die private Sammlung, die Karl Ernst Osthaus zuerst in Hagen zusammengetragen und dort ausgestellt hatte. Also die wohl reichste und reichhaltigste an moderner und auch an außereuropäischer Kunst, die es damals gab. Hier begann dann tatsächlich etwas zu leuchten, das bis heute nicht aufgehört hat, die Besucher zu faszinieren. Eines der bedeutendsten Museen moderner Kunst Deutschlands, ja Europas, war entstanden, wurde immer größer und schöner im Laufe der Jahre. Auch nach dem Dritten Reich, als es durch die barbarische Kunstpolitik der Nazis wesentliche Teile seiner Sammlung damals verloren hatte, konnte das Museum Folkwang seine Sammlung nach und nach wieder ergänzen und wesentlich erweitern und so seinen alten Rang wiedergewinnen. Das verdankt es, wie auch seine erste Gründung, der beispielhaften Förderung durch Mäzene und Sponsoren, durch aktive, unablässige bürgergesellschaftliche Initiative. Der Folkwang Museumsverein, der hier Miteigentümer der Sammlung ist und zugleich in wesentlichen Belangen Mitspracherechte hat, hat dabei von Anfang an eine große Rolle gespielt. Die große Qualität der Sammlung, der wunderbare erweiterte Bau und das Engagement der Förderer, gerade aus der Wirtschaft, dieses exemplarische Zusammenspiel hat mich schnell überzeugt, nicht nur die Schirmherrschaft über die Jubiläumsausstellung zu übernehmen, sondern als Bundespräsident gemeinsam mit Ihnen heute Abend dieses Fest, dieses Geburtstagsfest zu begehen. Vieles hier in Essen kann auch für andere Orte in unserem Land als nachahmenswertes Beispiel gelten. Nicht zuletzt die Tatsache, dass der Erweiterungsbau, wie ich weiß, im Zeit- und Kostenplan geblieben ist. Wenn man aus Berlin kommt, ist das allein schon ein Grund zum Staunen. Und ich will gleich noch etwas hervorheben, das mir für andere Einrichtungen überall in unserem Land beispielhaft zu sein scheint. Dass nämlich der tägliche Eintritt in die Dauerausstellung kostenlos ist. Hierzu ist die
Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung aktiv geworden. Jetzt verzichtet die Stadt Essen auf die Eintrittsgelder für die Dauerausstellung. Sie weiß offenbar, was sie hier für einen Schatz hat und dass dieser Schatz für möglichst alle zugänglich sein sollte. Mein Glückwunsch zum 100-Jährigen schließt deshalb einen großen Dank für dieses vorbildliche Engagement ein. Zugang für alle. Zugang für alle, das wissen Sie, das ahnen Sie, das ist in mehrfacher Hinsicht ein ganz schwieriges Unterfangen, überall in der Republik. Das Museum Folkwang hier in Essen liegt in Nachbarschaft zur Philharmonie, zum Altotheater südlich der A40. Viele wissen, dass die frühere B1 fast überall im Ruhrgebiet eine spürbare Grenze zwischen Nord und Süd darstellt. Das gilt für Wohnqualität, für Bildungserfolge, für kulturelle Teilhabe. Sie steht aber symbolisch auch für viele Grenzen, die anderswo in bildungs- und kulturpolitischer Hinsicht existieren. Anderswo in Deutschland gibt es andere, aber doch sehr ähnliche Grenzen, die sich durch unsere Gesellschaft hindurchziehen. Der Erfolg unserer kulturpolitischen Bemühungen wird entscheidend davon abhängen, liebe Gäste, dass solche Grenzen überwunden werden. Dass kulturelle Teilhabe tatsächlich für alle möglich und erlebbar wird. Beispielhaft gesagt, auch nördlich der A40 soll man wissen und sagen, das ist unser Museum Folkwang, unsere Philharmonie, unser Altotheater. Liebe Gäste, meine Damen und Herren, die Kunst im Museum Folkwang führt uns in fremde Welten, in andere Erfahrungsräume und übrigens nicht nur bei den Impressionisten unter so manchen Himmel aus blauer Seide. Aber diese Kunst, auch wenn wir sie mit dem schlichten Wort schön, schöne Kunst bezeichnen, führt uns, auch das haben wir eben noch mal gesehen, keine heile Welt vor Augen. Wenn sie Heilendes zeigt, weiß sie vorher von Verletzung. Wenn sie das Rettende zeigt, weiß sie vorher von Gefahr. Und wenn sie Not, Elend, Verkümmerung und Trauer ausdrückt, schreit sie geradezu nach Hoffnung, nach Auswegen, nach Verbesserung. Die Kunst, besonders wenn sie von so herausragender Qualität ist, wie sie hier gezeigt wird, lässt uns neu und Neues sehen. Diese Kunst führt uns die Welt vor, wie sie ist, aber sie spiegelt eben nicht nur, was wir sowieso schon wissen, was wir sozusagen schon zu sehen gelernt haben. Wir sehen, was ist, aber auch, was sein könnte. Wie man die Welt und uns Menschen in dieser Welt vielleicht auch sehen kann. Die Kunst macht uns nicht zu besseren Menschen, aber vielleicht zu Menschen, die besser werden möchten und an einer besseren Welt mitbauen möchten. Nicht nur dazu, aber auch deshalb brauchen wir die Kunst. Eines der frühesten und gleichzeitig bedeutendsten Werke im Museum Folkwang ist vom französischen Künstler Honoré Daumier, Ecce Homo. Ein in der Kunstgeschichte immer wieder gestaltetes Motiv, hier besonders eindrucksvoll in seiner fast farblosen schwarz-grauen Gestaltung. Um das Podium des Gerichtes tobt eine aufgewühlte Volksmenge. Der Zeigefinger des Richters zeigt auf den fast gesichtslosen Leidenden, das unschuldige Opfer, auf den gefesselten Todgeweihten. Ecce Homo. Übersetzt, seht, welch ein Mensch. Oder seht den Menschen. Oder so ist der Mensch. Manchmal ergreift uns wirkliche Erschütterung, wenn uns die Kunst vor Augen stellt, und nur große Kunst kann das eben, wenn uns die Kunst vor Augen stellt, wie armselig, wie trostbedürftig, wie hilfesuchend jeder Mensch manchmal sein kann und manchmal ist, auch wir selber. Und nur ein paar Schritte weiter kommen wir vielleicht dann zur Mondnacht, dem Hafen von Bologna, von Theo von Reiselberg, und sehen,
Wie schön die Welt sein kann, wie anheimelnd und wohnlich, wie geborgen wir uns gelegentlich in ihr fühlen können. Für solche Kunst muss man einfach dankbar sein. Meine Damen und Herren, das wohl bedeutendste Kunstwerk, Herr Oberbürgermeister, ist die Stadt Essen beherbergt, nicht weit von hier. In der Münsterkirche ist die mehr als 1000 Jahre alte goldene Madonna. Man nennt sie hier, wie ich weiß, Essen sein Schatz. Wenn wir heute 100 Jahre Museum Folkwang feiern, können Sie und können wir alle wohl stolz und dankbar sagen, Essen sein anderer Schatz. Und meine Damen und Herren, Essen leuchtet doch. Glück auf. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Büdenbender, Herr Oberbürgermeister, lieber David Lüngen, Exzellenz, sehr geehrter Herr Dr. Blank, sehr geehrter Herr Gorschlüter, meine sehr verehrten Damen und Herren, schön mal wieder so viele Menschen zu sehen. Ein besonders herzlicher Gruß geht aber an all jene, die hier nicht dabei sein können, diese Veranstaltung zu Hause am Stream verfolgen. Ganz herzlichen Glückwunsch zu 100 Jahren Folkwang-Museum. Wir in Nordrhein-Westfalen sind stolz auf das Museum Folkwang, auf eines der renommiertesten deutschen Kunstmuseen mitten im Ruhrgebiet und damit mitten in Nordrhein-Westfalen. Das Museum ist ein Schatz und sein Glanz strahlt weit über die Stadt, die Region, das Land und die Bundesrepublik hinaus. Untrennbar mit dem Museum verbunden ist, wir haben es eben schon gehört, der Folkwang Museumsverein. In den 100 Jahren führte der Weg von Museum und Verein nicht nur durch helle, sondern auch durch sehr, sehr dunkle Zeiten. Wir haben es gehört. Doch durch viel Engagement ist das Museum in den Jahren nach dem Krieg zu einem der führenden Museen des ganzen Landes aufgestiegen. 2020 wurde es sogar zum Museum des Jahres gewählt. Und der Museumsverein hat über all die Zeit zu diesem Erfolg ganz maßgeblich beigetragen. Auch dazu sage ich Ihnen, lieber Herr Dr. Blank, und allen Beteiligten einen ganz herzlichen Glückwunsch und einen großen Dank. Wir feiern auch die Folkwang Idee, die Karl Ernst Osthaus so wichtig war. Er verfolgte die Idee, dass Kunst nicht nur das Privileg weniger sein sollte. Er wollte, dass Kunst auch denen nahegebracht wird, die sonst kaum Zugang zu ihr haben. Dem Arbeiter, dem Bergmann, alle sollten den Weg ins Museum finden können. Und das ist eine ganz typische Idee, ganz typisch für Nordrhein-Westfalen, für unser Land. Teilhabe eben auch an Kunst und Kultur für alle. Einer meiner Vorgänger, Karl Arnold, sprach vom sozialen Gewissen in Deutschland, das Nordrhein-Westfalen sein möge. Und dazu gehört sicherlich auch, wenn er daran vielleicht nicht gedacht hat, niemanden von Kunst und Kultur auszuschließen. Und die Idee, erst finanziert durch die Stiftung, jetzt durch die Stadt Essen,
den Eintritt zu erlassen, die hat dazu geführt, dass die Besuche von Kindern und Jugendlichen, ich hoffe aus allen Teilen der Stadt und der Region, sich verfünffacht hat. Und ich glaube, das ist etwas, das den Gründern dieses Museums und der Idee Folkwang sehr nahe kommt und den Gründern Freude machen würde. Man kann die Lust auf Kultur gar nicht besser lebendig halten, als früh damit anzufangen, Kindern diese reichhaltige Welt der Kulturlandschaft auch in unserer Region erfahrbar zu machen. Meine Damen, meine Herren, man sichert Kunst und Kultur auch dadurch, dass man sehr genau hinschaut, wie es um die Besitzverhältnisse der jeweiligen Kunstwerke steht. Auch hier geht das Folkwang-Museum einen vorbildlichen, einen richtigen Weg. Denn es fügt allen Kunstwerken, die der Restitution unterliegen könnten, eine Information bei zum aktuellen Stand der Provenienzforschung. Wir wollen in Nordrhein-Westfalen insgesamt der Herkunft der Sammlungsbestände eine größere Aufmerksamkeit widmen und die Herkunft besser aufarbeiten. Eine neue Koordinierungsstelle für Provenienzforschung hat in diesem Jahr die Arbeit aufgenommen, um ganz besonders den kleineren Museen und Archiven dabei Hilfe angedeihen zu lassen, die Herkunft ihrer Objekte besser aufklären zu können. Folkwang hat wesentlichen Anteil daran, dass die kulturelle Entwicklung hier im Ruhrgebiet eine echte Erfolgsgeschichte geworden ist. Hier blüht, hier strahlt. Heute eine urbane Kulturlandschaft, die ihresgleichen sucht. Rund 200 Museen, 100 Kulturzentren, 100 Konzertsäle, 120 Theater, 250 Festivals und 3.500 Industriedenkmäler. So Pi mal Knie, so genau wissen wir es nicht. Aber all das, glaube ich, ich will mich nicht versteigen, dass es München in den Schatten stellt, aber bange machen müssen wir uns von München damit ganz sicher nicht mehr. Es ist ein reichhaltiges, ein kulturelles Erbe, das in Europa seinesgleichen sucht. Und diese Reichhaltigkeit an Kunst und Kultur hat dazu beigetragen, das Ruhrgebiet zu wandeln, auch in der Außensicht. Wichtige Wegmarken waren im Laufe der Jahrzehnte etwa die Etablierung der Ruhrfestspiele in Recklinghausen, die internationale Bauausstellung Emscherpark, die Ruhrtriennale mit ihren Spielstätten in den Industriedenkmälern der Region und natürlich das Kulturhauptstadtjahr 2010. Aber das ist nichts, was stehen bleiben kann, was statisch ist. Und deswegen ist es uns im Rahmen unserer Ruhrkonferenz ein großes Anliegen, neuen Künsten hier eine Heimat zu geben. Wir fördern die digitalen Künste Ruhr, Urban Arts, zeitgenössischen Zirkus, die Clubszene der elektronischen Musik. Die Künstlermetropole Ruhr soll bis zum Jahr 2030 so attraktiv werden, dass immer mehr junge Künstlerinnen und Künstler hier arbeiten. Wir wollen und werden damit die Wahrnehmung des Ruhrgebiets als Kunst- und Kulturstandort national und international weiter stärken. Denn darum geht es, immer wieder Chancen zu erkennen und zu nutzen. So wie es hier vor 100 Jahren gelungen ist, muss es auch immer wieder gelingen, um Kunst und Kultur wach zu halten. Damals ergriffen engagierte Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen die Initiative aus Kunst, Kultur, Wissenschaft, der Stadtgesellschaft. Es war eben nicht ein großzügiger Akt einer Obrigkeit, ein Museum zu stiften, sondern bürgerschaftliches Engagement, das zur Gründung dieses herausragenden Museums geführt hat. Und dieses Engagement trägt über Generationen hinweg bis heute. Mit der Beteiligung vieler Einzelner, aber auch Unternehmen und Stiftungen, denen ich herzlich danken möchte. Darum haben wir heute auch allen Grund, die Zusammenarbeit von Kunst und bürgerschaftlichem Engagement zu feiern. Durch dieses Zusammenspiel wurde hier die Chance genutzt, die wunderbaren Potenziale der Kultur zu erschließen. Freiheitliche Gesellschaften wie die unseren brauchen Kunst und Kultur, wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen das Ausloten von Spielräumen, die Fantasie, auch das kritische Potenzial, wir brauchen den Eigensinn, ja, wir brauchen auch die Provokation und den Eigenwert von Kunst und Kultur.
Kunst und Kultur haben in den vergangenen 2 Jahren gelitten. Das Land hat versucht zu helfen mit Mitteln, die dazu geführt haben, dass die Kunst und die Kultur so gut wie möglich durch die Pandemie gekommen ist. Und wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, unsere reichhaltige Kulturlandschaft zu schützen und zu fördern. Meine Damen, meine Herren, das Museum Folkwang hat in 100 Jahren gute und schwierige Zeiten erlebt. Aber wenn wir uns gemeinsam für Kunst und Kultur auch in Zukunft engagieren, wenn wir die Chancen erkennen und nutzen, die sich jeden Tag neu bieten, dann können wir auch selber gute Zeiten für Kunst und Kultur schaffen und Dinge beginnen, die vielleicht irgendwann in 100 Jahren gelobt werden, vielleicht sogar gefeiert. Noch einmal ganz herzlichen Dank an alle, die sich für dieses Museum einsetzen, die sich eingesetzt haben und auch in Zukunft einsetzen werden. Dr. Blank hat es eben gesagt, Karl Ernst Osthaus nannte diese Region einst unseren kunstverlassenen Industriebezirk an der Ruhr. 100 Jahre Folkwang haben geholfen, aus diesem kunstverlassenen einen kunstbegeisterten Bezirk zu machen. Diese 100 Jahre haben gezeigt, was es bedeutet, aus Chancen Wirklichkeit zu machen. Das ist eine großartige, eine wichtige Leistung, zu der das ganze Land ganz herzlich gratuliert. Alles erdenklich Gute für die nächsten 100 Jahre. Glück auf!
Thank you.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Ministerpräsident, lieber Herr Oberbürgermeister, lieber Ulrich Blank, meine Damen und Herren, sehr geehrte, liebe Festgäste. Wir feiern heute gleich zwei Geburtstage, denn der 100. Geburtstag des Museum Folkwang in Essen ist gleichzeitig auch der 120. Jahrestag des Folkwang-Museums und seiner Gründung durch Karl-Heinz Osthaus in Hagen 1902. Und ich begrüße besonders herzlich die Mitglieder der Familie Osthaus, die heute Abend unter uns sind, und die Kolleginnen und Kollegen aus unserer Nachbarstadt Hagen. Herzlich willkommen. Zum Anforderungsprofil eines Museumsdirektors gehört es auch, gelegentlich Mut zu haben, Mut zur Veränderung, wie es Generationen von Direktoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die letzten 100 Jahre und mehr bewiesen haben. Mut zur Veränderung bedeutet gelegentlich auch, Mut zum Scheitern zu haben. Und so habe ich mich für heute Abend, ich sag mal, überreden lassen, mit Ansage zu scheitern und 100 Jahre und mehr unserer Museumsgeschichte in 6 Minuten 40 Revue passieren zu lassen. Wieso ausgerechnet 6 Minuten 40? Das gibt das Pecha-Kucha-Vortragsformat vor, das 2003 zum ersten Mal in Tokio angewendet wurde. Und nehmen Sie es heute Abend als eine kleine Hommage und eine Gruß an unsere japanischen Freundinnen und Freunde, mit denen wir gemeinsam unsere Jubiläumsausstellung entwickelt haben und die leider heute Abend pandemiebedingt nicht nach Essen reisen konnten. Ich freue mich desto mehr, Eure Exzellenz, den Botschafter von Japan in Deutschland, begrüßen zu können, Herrn Yanagi. Herzlich willkommen, danke, dass Sie heute Abend hier sind. Ja, das Pecha-Kucha-Format, das gibt dem Sprecher 20 Bilder, die jeweils nur 20 Sekunden stehen bleiben, um sein Thema zu erörtern. Also 20 mal 20 sind 6 Minuten 40, sind 400 Sekunden, geteilt durch 100 Jahre sind 4 Sekunden pro Jahr. Und wenn ich dann noch die 20 Hagener Jahre hinzuzähle von Anfang des 20. Jahrhunderts und von heute aus gesehen Ihnen einen kleinen Ausblick gebe, einen vielleicht Vorgeschmack bis, sagen wir, zum Ende unseres Jahrhunderts, dann addiere ich nochmal 80 Jahre hinzu und dann sind es schon 200 Jahre in 400 Sekunden und es bleiben mir nur noch 2 Sekunden pro Jahr. Das ist verdammt wenig Zeit. Aber bietet genug Gesprächsstoff, meine Damen und Herren, für Ihre Unterhaltung nachher im Anschluss an diese Veranstaltung über all das, was ich nicht gesagt habe und vor allen Dingen, wen ich nicht erwähnt habe. Nehmen Sie es aber auch als Einladung, meine Damen und Herren, heute Abend Ihre eigenen Erinnerungen, Ihre eigenen Emotionen, die Sie mit Folkwang verbinden, aufleben und hochleben zu lassen. Tragen Sie Folkwang in Gedanken und im Herzen. Wenn ich der Bildregie jetzt das Signal gebe, dann nimmt die Präsentation im 20-Sekunden-Takt ihren unaufhaltsamen Lauf. 3, 2, 1, bitte. Am Anfang war Karl-Heinz Osthaus und dieses Gemälde hier, die Liese mit dem Sonnenschirm von Pierre-Auguste Renoir. Das erste Gemälde der französischen Moderne, das Karl-Heinz Osthaus für seine, für unsere Sammlung erwarb und das viele Essenerinnen und Essener heute noch liebevoll unsere Mona Lisa nennen. Was wollte aber Osthaus? Er wollte den Menschen in den Mittelpunkt stellen und hier ist der Ecce Homo in der Darstellung von Honoré Daumier, flankiert von der Eva und dem ehernen Zeitalter von Rodin, das Museum als Bühne für den Menschen. Fotografiert 1929 von unserem ersten Hausfotografen Albert Renger-Patsch. Osthaus suchte den direkten Kontakt zu den Künstlern. Und hier sehen wir das letzte Foto von Paul Cézanne vor seinem Atelier, fotografiert von Gertrud Osthaus 1906. Und daneben das vielleicht kunsthistorisch bedeutendste Gemälde unserer Sammlung, der Steinbruch Bibemüs, eben von jenem Paul Cézanne, der heute noch vielen als Vorreiter der Moderne gilt. Osthaus wollte gestalten und hier blicken wir in den Bildersaal 1920 im ersten Folkwang-Museum in Hagen mit der Liese und dem ehernen Zeitalter in der Innengestaltung von Henri van de Velde. Osthaus hatte ein Vermächtnis.
Kurz später starb er und er wollte, dass seine Sammlung geeint bleibt, dass sein Gedanke fortführt. Es entstand ein Bieterstreit zwischen Hagen, Essen, München und noch einigen anderen, den ein Kreis von Stiftern hier in Essen für sich entschied, die den Volkwang Museumsverein gründen würden. Und so wurden die Sammlungen überführt von Hagen nach Essen und fanden ihr neues Domizil in den Goldschmidt-Villen am heutigen Standort der Bismarckstraße. Es folgt das dunkelste Kapitel unserer Geschichte, die NS-Zeit. Die Aktion Entartete Kunst, 1400 Werke werden dem Museum entzogen unter tatkräftiger Mitwirkung des eigenen Museumsdirektors. Manche von ihnen, wie die Wandbilder von Oskar Schlemmer, bleiben bis heute verschollen oder sind zerstört. Andere, wie das Tanzpaar von Kirchner, konnten nach dem Krieg wiedererworben werden. Die Bomben zerstören schließlich auch das Museum. Doch schon direkt nach Kriegsende beginnt der Wiederaufbau, einhergehend mit zahlreichen Ausstellungen im Stadtgebiet Essens, die vor allen Dingen den Expressionisten, den einst Verfemten, gewidmet waren. Und so widmen wir auch in diesem Jahr unsere zweite große Jubiläumsausstellung den Expressionisten. 1960, der Neubau durch Kreuzberger Hösterei Loy, den wir heute noch so sehr schätzen und lieben. 1983, flankiert vom sogenannten Museumszentrum, das zum damaligen Zeitpunkt auch das Ruhrlandmuseum beherbergte, das heutige Ruhrmuseum. Und schließlich, meine Damen und Herren, 2010, der Erweiterungsbau durch David Chipperfield Architects, eröffnet im Kulturhauptstadtjahr Ruhr 2010, ermöglicht auf Initiative von Berthold Beitz, den wir heute Abend gedenken, durch die Alfred Grupp vom Bohlen und Halber Stiftung. Morgen feiern wir hier unsere Jubiläumsausstellung, aber lassen Sie mich nicht nur nach morgen blicken, sondern weiter nach vorne. Deutschland wird deutscher, so prangt es auf der neuesten Erwerbung unserer fotografischen Sammlung, ein Werk von Katharina Sieverding aus den frühen 1990er Jahren, eine Zeit, in der schon einmal Nationalismen aufkamen, soll uns mahnen und erinnern an unser eigenes Selbstverständnis, für ein tolerantes, vielschichtigeres Deutschland in der Welt einzustehen. Wir wollen ein Ort der Begegnung sein, der unterschiedlichen Kulturen, der unterschiedlichen Generationen, der unterschiedlichen Sprachen. Die Sprache, die wir sprechen, ist die Kunst, die uns eint und die keine Grenzen kennt. Nicht in unseren Ausstellungen, Programmen, unserer Vermittlungsarbeit, in unserem Gründungsgedanken und in unserem heutigen Selbstverständnis. Wir wollen uns den Herausforderungen der Digitalisierung widmen, hybride Formate entwickeln, aber vor allen Dingen hinterfragen, was die Digitalisierung mit unserer Wahrnehmung, unserer Kommunikation macht. Und so ist unsere Sammlungspräsentation Neue Welten ein Ausdruck davon. Assoziativer, spielerischer, vernetzter zu denken. Und während die Digitalisierung fortschreitet, werde ich älter werden. Und wenn die Face-App recht behalten sollte, dann werde ich mich optisch, zumindest im Bartwuchs, einem meiner großen Vorgänger annähern, der heute Abend nicht unerwähnt bleiben sollte, Paul Vogt, der ein Vierteljahrhundert dieses Museum wie kein anderer geprägt hat. Und während ich älter werde, sollte das Museum jünger werden, neue Ausdrucksformen erproben, interdisziplinär sein, den Dialog nicht nur der Kulturen, sondern auch der Epochen und Gattungen suchen. Meine Damen und Herren, wir sind hier in Essen auch eines. Wir sind Fotostadt. Schon seit unseren Anfängen mit den wegweisenden Ausstellungen in den 1920er Jahren, aber vor allen Dingen durch die Gründung der fotografischen Sammlung in den späten 70er Jahren durch Otto Steinert und Ute Espelsen. Und heute im Verbund mit unseren Partnerinstituten im Zentrum für Fotografie Essen, bald hoffentlich mit einem Bundesinstitut für Fotografie am Standort Essen. Wir sollten die Zeit retten. Wir sollten die Masken ablegen können, hoffentlich bald, und zurückfinden zum Staunen. Die Kunst als Spiegel unserer selbst und als Fenster zur Welt begreifen können. Wie in dieser Fotografie von Grete Stern vorhin. Aber wir wollen auch noch eines: klimaneutral werden. Die ersten Schritte sind getan. In den letzten Tagen und Wochen haben wir eine Photovoltaik auf unserem Museumsdach errichtet. Und wenn wir uns dieses Bild etwas genauer anschauen, meine Damen und Herren, dann müssen wir noch eines: weiblicher werden. Nach 120 Jahren Museumsgeschichte, 10 männlichen Museumsdirektoren, wird die nächste Museumsdirektorin des Volkwang eine Frau. Diese Wette gehe ich heute Abend ein. Vielleicht auch ein Zukunftsversprechen. Und noch ein Zukunftsversprechen. Wir möchten mit Volkwang noch mehr in die Stadt gehen. Wir möchten die Kunst ein Stück weit zurückführen ins Leben. Das tun wir in diesem Jahr mit Volkwang und die Stadt, unserem Projekt. Wir wollen
die Menschen mitnehmen in eine Volkwang-Dekade, vielleicht ein neues Volkwang-Jahrhundert, das sie für die Kultur begeistern soll. Und das alles, meine Damen und Herren, ist nicht möglich ohne die Unterstützung von vielen von Ihnen, den Förderern, den Sponsoren, die heute Abend hier unter uns sind, aber vor allen Dingen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich die Arbeit im Museum machen, das Museum gestalten und prägen. Ihnen sei dieser Abend gewidmet. Ihnen möchte ich heute Abend vor allem von Herzen danken für die Lebenszeit, die Sie dem Museum widmen und gewidmet haben. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für 6 Minuten 40 Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf. Applaus